Willkommen zurück zu Game Deck. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, und ich hoffe jetzt mal, dass ich ein bisschen Grund reinkriege bezüglich Aufnahmen. Ich war ja jetzt in der letzten Zeit sehr stark eingespannt und ja, es ist irgendwie alles in Verzug geraten. Egal. Gut, wir machen weiter. Jetzt muss ich mir doch ein bisschen die Kopfhörermuscheln ein bisschen zur Seite schieben, damit ich mich auch wieder selber reden höre. Nein, damit ich weiß, wie laut ich rede. So, wir machen weiter. Wir haben natürlich, oder ich habe natürlich, was heißt natürlich, bei den Programmierern verkackt und jetzt hier bei den Kreativleuten verkackt das Ganze. Und ja, schauen wir mal, was das Ganze dann noch so bringt, beziehungsweise wohin das Ganze führt. Wir haben ja ein paar neue Codex-Einträge, hoffentlich. Zumindest bei Berufe zeigt ja gerade irgendwas an. Achso, wir hatten einen neuen Punkt bekommen gehabt. Im Codex gibt es vermeintlich wieder einen Eintrag zu Shivani, aber da ist jetzt da ist nichts drin. So, einmal kurz überprüfen. So, Handy ist auch auf lautlos. Okay. Gut, ja, dann blinkt der Codex hier weiter. So, also, hier unten haben wir es verkackt wegen den Fußspuren. Mal kurz gucken. Genau, irgendein Müll, genau. Wir haben es mit dem, ich habe es hier unten mit den Gesprächen hier verkackt gehabt und ja, bleibt eigentlich fast gar nicht mehr so viel über. Wir gucken mal eben bei den Schlussfolgerungen rein. Was hat zu Shivanis Zustand geführt? Ja, sind wir jetzt am Ende oder wie sieht das aus? Wir können nur noch, Myra gab Shivani die Schuld an den Demons. ne? Keine Daten vorhanden. So, und das ist dann halt... Ah, okay. Die Programmierung der Demons? Eieiei, was hat zu Shivanis Zustand geführt? Meine Güte, jetzt ist Schlussfolgerung. Ich komme hier gerade mit dem Menü der Schlussfolgerung nicht klar. Wer hat Shivani angegriffen? So, und dann gibt es nur noch eine Schlussfolgerung, die wir hier zulassen können. Myra. Oder? Ne, bevor ich... Bevor ich das anklicke. Warte mal. Was hat zu Shivanis Zustand geführt? Die Programmierung der Demons sammle mehr Informationen. Naja, ich dachte, das eine ergibt erst das andere. So nochmal so dahin, nach dahin und von dahin nach dahin. Ich guck mal eben, kann ich hier vielleicht hier oben noch mit jemandem sprechen, bevor ich jetzt hier irgendwas anklicke? Zola. Wir sprechen mal mit Zola. Zola, der Superstar auf der Überholspur. Diese Frau sah sehr vertrauenswürdig aus, bis sie ihren Mund aufmachte. Hey, offener Dienstag ist am verdammten Dienstag. Dahin sind keine Nicht-Designer erlaubt. Ich bin einer. Heute ist mein erster Tag. Na, dann bist du ein ganz Kreativer. Ich habe nichts gegen Kenzu, aber ernsthaft, als Avatar? Sie stumpf verurteilen, ihr Avatar heruntermachen, über Kenzu reden. Na, reden wir über uns selber? Ja, komm, wir reden über uns selber. Ich schaute mir ein altes Match an und wurde ganz aufgeregt, als wäre ich in dem Virtualien und Organ seiner Haut. Da kam mir die Idee. Yeah. You're a creative, all right. Okay, du bist definitiv Teil des Kreativteams. Ha, hu. Gut, verstanden. Jedenfalls, hallo und auf Wiedersehen, Neuling. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss mich um eine schwierige Szene kümmern. Zisch also ab. Ja, wir könnten unsere Hilfe anbieten, würde ich sagen. Vielleicht könnte ich dabei helfen. Jemand will Corpcred, hm? Gut, du bekommst welche, aber wenn du erzählst, dass du mir geholfen hast, bist du tot. Das ist meine Aufgabe. Also, die Storydeppen haben nicht erwähnt, ob es Mord oder ein Unfall war. Ich werde sie nicht fragen. Je weniger wir reden, desto besser. Hier ist ein Gegenstandsarchiv. Versuch die Szene für beide Annahmen herzurichten. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Okay. Ah, neue Daten. Mich verwirrt die Sache mit den Demons etwas. Könntest du... Nein, muss mich konzentrieren, geh jemanden anderen nerven. Was ist das hinter dir? Eine Karte. Alle KI werden nachverfolgt, damit wir das Szenarioverhalten der NPCs sehen. Das gleiche gilt für Demons und Ergo-Mitarbeiter. Das schien nützlich für meine Ermittlungen, besonders wenn sie alte Daten zu den Standorten von allen hatte. Kann ich sie mir ansehen? Ich brauche sie für meine Arbeit. Du kannst sie benutzen, wenn ich fertig bin. Kannst du bitte nochmal eine Zusammenfassung sagen, was ich tun soll? Achso, okay. Die
Mord und Unfall. Okay. Gut. Wir haben neue Daten. Codex. Zola, der Superstar auf der Überholspur. Genau, das sind die Dinger, die wir haben. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Quest, also eine Todesszene für Zola verfassen und auf die Karte zugreifen. Das ist eine Leiche. Die Karte, eine Todesszene. Wir gucken mal nach der Leiche. Eine Leiche, cool. Ich schaute mir die Leiche an. Zola verstand ihren Job. Der Typ sah tot aus. Toter als jeder Leiche, die ich je gesehen hatte. Man könnte sagen, ganz gewaltig tot. Ha. So, Zola die schöne Leiche zeigen. Wir gehen jetzt erstmal. Ich gucke mir erstmal hinter mir die Karte auf die Karte zugreifen. Ich gucke mir erstmal die Karte an. Die Karte zeigte das gesamte Virtualion und hob Teile aus der Designspielumgebung von Seven hervor. Alles wurde rekonstruiert, selbst die eingeloggten Benutzer. Die meisten Bereiche waren jedoch inaktiv. Hey, ich benutze diese Karte. Warte, bis du dran bist. Du kannst sie haben, wenn ich fertig bin. Auf die Karte zugreifen, ne? Na gut. Guck mal, das haben wir hier. Zolas Archiv. Ah, das ist gut. Das Licht des Archivs wurde stärker, als ich mich näherte. Eine Waffe mitnehmen? Ein anderes tödliches Objekt mitnehmen. Eine Waffe mitnehmen. Aha. Ein tödliches Objekt mitnehmen. Stein ist doch klassisch, ne? Eine Statue, stattdessen eine Waffe auswählen. Metallschrott, einen Zaunfall mitnehmen. Ja, komm, wir nehmen mal einen Zaunfall mit. Der Zaunfall sah fast wie ein Speer aus. Damit konnte man jemanden aufspießen. Ich entschied mich, das Objekt zu Zolas Szene zu tragen. Okay. So. Eine Leiche, cool. Sie schaute auf die Leiche. Es muss sowohl wie ein Mord als auch als ein Unfall aussehen. Und episch sein. Lass mal sehen. Probieren wir zuerst Mord als Erklärung aus. Siehst du hier Spuren eines Kampfes? Irgendwelche Waffen, die in ihm stecken? Nein, ich auch nicht. Es war eine sehr saubere Attentäter. Es blieb kaum Spuren zurück. Lächerlich. Es ergibt keinen Sinn. Die ganze Szene muss neu aufgebaut werden. Versuche es nochmal. Die Szene neu... Okay. Okay, okay, okay. Es muss episch sein. Also erstmal Mord. Dann machen wir mal eine Waffe. Ein Schwert, eine Pfanne, etwas anderes. Einen Hammer mitnehmen, einen Speer mitnehmen. Etwas anderes auswählen. Tödliches Objekt. Was? Tödliches? Stattdessen eine Waffe auswählen? Warte mal. Ne, ein anderes tödliches Objekt mitnehmen. Ein Zaunfall. Ein Zaunfall. Nehmen wir als erstes einen Zaunfall mit. Genau. Gut. Dann die Szene neu arrangieren. Die Szene aufbauen. Die Szene neu arrangieren. Ich versetze die Szene in ihren Originalzustand. Ach so, ah, das ist neu. Okay, die Szene aufbauen. Um Zola zu helfen, musste ich Objekte hinzufügen, die sowohl für einen Unfall als auch einen Mord sprechen könnten. Ich trug eine Requisite hierher. Es war Zeit, sie zu verwenden. In den linken Arm stoßen, in den rechten Arm stoßen, neben der Leiche platzieren, in den Rumpf stoßen. Der Zaunfall in meinen Händen sah fast aus wie ein Speer. Er wartete förmlich darauf, jemanden zu durchbohren. Ja. Kann auch ein Unfall sein. Also ich bin durch den Zaun gefallen. Nicht so wie ich damals durch eine Tür durch und machte mir das Knie kaputt. Mit einer Bewegung und einem schönen, dumpfen Geräusch war das Objekt an Ort und Stelle. Ein Objekt aus dem Archiv verwenden. Wollen wir noch mehr? Nein, das ist... Aber passt. Es muss so wild wie ein Mord auch als Unfall aussehen. Episch sein. Lass mal sehen. Probieren wir zuerst Mord als Erklärung aus. Siehst du Spuren eines Kampfes? Irgendwelche Waffen, die in ihn stecken? Nein, ich auch nicht. Hä? Ich habe doch einen Speer drin. Hallo? Ein Schwert mitnehmen, ein Speer mitnehmen, ein Hammer mitnehmen. Und das muss episch sein. Und eine Statue. Es ist, so, ein Objekt aus dem Archiv, eine coole Leiche. Neben der Leiche platzieren. Okay, jetzt. Jetzt aber! So, wir kennen das schon. Zuerst Mord als Erklärung. Siehst du Spuren hier eines Kampfes? Irgendwelche Waffen, die innen stecken? Nein, ich auch nicht. Hä? Warte mal, also es muss eine Waffe in ihm stecken. Das heißt, dieser Zaunfall ist, ne. Okay. Mein Gott. Gut, dass wir hier wahrscheinlich unbegrenzte Möglichkeiten haben.
Also, eine Waffe mitnehmen. Eine Waffe soll ich in ihm stecken. Ein Speer, ein Schwert. Das soll episch aussehen. Ein Schwert. Ne, das nehmen wir, nehmen das Schwert mit. Zu der Szene tragen. Und wir nehmen ein Stein, Metallschrott. Genau, wir nehmen Metallschrott mit und so zu der Szene tragen. Okay. So. Also. Wir nehmen. Ich trug eine Requisite her, also in den rechten Arm neben der Leiche platzieren. In den Rumpf stoßen. Was? Der Metallschrott in meiner Hand war wie ein scharf wie ein Schwert. Erwartet er mich auch, jemanden zu zerschneiden. Ach so, Metallschrott. Nee, die sind nur neu arrangieren. So. Also ich muss erst sagen, okay. Also das heißt, das, was ich jetzt aus dem Archiv nehme. Okay, also Metallschrott mitnehmen. Mein Gott. So, Objekt und das neben der Leiche platzieren. Ich bin über Metallschrott. Ah, war ein Unfall, Metallschrott. Oh, Patsch tot. So. Dann nehmen wir jetzt noch eine Waffe. Schwert ist klassisch, ne? Aber eine Pfanne, mit einer Pfanne jemanden erschlagen. Ein Speer, ein Schwert, ein Schwert, ein Speer, ein Speer. Dann ein Objekt verwenden, in den Rumpf stoßen. Geht doch. So, und jetzt soll euch schön Leiche zeigen. Gut, ich sehe, dass ein Speer zurückgelassen wurde. Ich füge noch ein paar Stichwunden hinzu. Damit haben wir die Geschichte eines brutalen Kampfes. Nun nehmen wir. Es war ein Unfall. Wie erklärst du die Waffe hier? Gehört ihm. Er trug sie bei sich und fiel auf sie drauf. Ja, definitiv. In Ordnung. Jeder hat eine Waffe in einem Spiel. Nun zur zweiten Version der Geschichte. Der Geheimnisse. Wenn es also ein Unfall war, wie ist er gestorben? Eine schwere Maschine ist explodiert und durch scharfe Metallteile wurde er geschnitten. Ja. Aber das würde Schnittwunden verursachen, nicht die Wunden, die ich gerade wegen der Waffe in den Angriffs. Hypothese hinzugefügt habe. Es ergibt keinen Sinn, die ganze Szene muss neu aufgebaut werden. Versuch es noch einmal. Ui, okay. Okay, die Szene neu arrangieren. Gut. Also, das Schwert war ja schon mal. Das Schwert war ja schon mal nicht. War ja mal nicht schlecht, ne? Das ist schon wieder so ein Trial and Error-Ding, ne? So, fortfahren. In den Rumpf stoßen. Ach nee, nicht das Schwert. Den Speer hatten wir doch gehabt. So, eine Waffe mitnehmen, den Speer mitnehmen. Genau, so. Und den Speer hauen wir jetzt durch den Rumpf durch. Atsch, so. So. Einen Zaun mitnehmen, der könnte auch Stichwunden nehmen. Dann nehmen wir einen Zaun mit. Neben der Leiche platzieren. Genau. So, jetzt. Gut, Speer, Stichwunden. So. Nichts hier hätte es verletzen können, bis auf die Waffe. Wie war es bitte schön ein Unfall? Aliens waren schuld. Ihr Raumschiff hat ihn aus Versehen getötet. Hä? Alien? Raumschiff? Holz? Das ist das Dämlichste, was ich die Woche gehört habe. Ich hatte vier Meetings mit Story-Designern. Es ergibt keinen Sinn. Die Szene muss neu aufgebaut werden. Versuch es noch einmal. Okay, das ist doch jetzt Trial and Error. Okay. Speer. Ein Stein. Ein Stein kann aber auch Schnittwunden. Ja, komm, wir nehmen mal einen Stein mit. Komm, wir probieren das erstmal mit dem Stein, komm. So, Objekt aus dem Archiv verwenden. Neben der Leiche platzieren. Ein Stein neben der Leiche. Mal gucken, was das für ein Stein ist. Ja, er ist über einen Stein gefallen. Oh, buff. Schnittwunden. Ja. So. Dann nehmen wir eine Waffe mit und Speer mitnehmen. So. Vielleicht muss ich mich auch vom Speer verabschieden.
In den Rumpf stoßen. In den Arm stoßen? In den rechten Arm stoßen? Nö. Schwer schön in den Rumpf rein. Patsch. So. Zuerst wie ein Mord. Speer, Stichwunden, damit haben wir die Geschichte. Nun nehmen wir es an. Es war ein Unfall. Wie erklärst du die Waffe hier? Gehört ihm, er trug sie bei sich und er fiel auf sie drauf. Moment, und jeder eine Waffe anspielen. Nun zur zweiten Version der Geschichte. Wenn es also ein Unfall war, wie ist er gestorben? Das Beben hat die Felsen über ihn gelockert. Sie sind fürchterlich auf ihn herabgeregnet und ende offensichtlich nicht gut. Aber das würde Schlagverletzungen verursachen, nicht die Wunden, die ich gerade wegen der Waffe in der Angriffshypothese hinzugefügt habe. Okay. Stein hört sich schon mal gut an. Stein. Stein. Genau, pass auf. Stein. Stein. Stein ist neben der Leiche. So, dann nannten wir hier. Stein einen Hammer. Hammer. So. In den Rumpf stoßen. Ein Hammer. Einen rechten Arm stoßen. Ja, wir probieren mit dem Hammer in den Rumpf. Na, guck mal, geht doch. Probieren wir mal zuerst den Mord aus. Gut, ich sehe, dass der Hammer zurücklassen und ich füge ein paar Schlagverletzungen hinzu. Damit haben wir die Geschichte eines brutalen Kampfes. Wir nehmen einen Unfall. Wie erklärst du das hier? Und wie läuft sie drauf? Okay. Zur zweiten Version Geschichte, es war ein Unfall, Steine, gelockert, offensichtlich nicht gut. Und das führte zu Schlagverletzungen, die Wunden, die ich für den Mord mit dem Hammer hinzugefügt habe, beide Geschichten passen. Clever! Yay! Rätsel gelöst nach 10 Minuten. Yay, nach 10 Minuten Rätsel gelöst. Ich bin beeindruckt. Trifft es nicht ganz, aber definitiv positiv überrascht. Natürlich fehlt noch der letzte Schliff, doch das geht an die Experten, in diesem Fall mich. Yeah, Level 3. Aber du hast mir echt geholfen, danke. Hier hast du die Corp-Creds und du kannst die Karte haben, wenn du willst. Ich brauche sie nicht. Ah, dann erkundigen wir uns mal nach Shivani. Shivani leitet dieses Projekt, oder? Was für eine Art Mensch ist sie? Ich habe sie an, meinem ersten Tag getroffen, ansonsten nie mit ihr gesprochen. Sie verlässt kaum ihr Büro, niemand scheint reinzugehen. Einmal habe ich Überstunden an einer Küstenumgebung gemacht und gesehen, wie sie von den Spukruinen aus dem Meer beobachtete. Ganz wehmütig. Sie ging, als sie mich bemerkte. Anscheinend bin ich nicht mal eines Hallos würdig. Sie ist sicher so ein Storydesigner im Herzen. Nach den Demons? Also, was hältst du wirklich von den Demons? Sie sind in Ordnung. Manche fürchten sich von ihnen, andere sind frustriert, aber ich finde das unnötig. Ich habe diese tolle Software gratis bekommen und da der Demon nach einer Zeit für andere Benutzer unbrauchbar ist, darf ich ihn behalten. Ich habe mal etwas zu Selbstdisziplin und Organisation gelesen, gedacht, dass ich das auch ohne den Demon kann und ihn daher abgeschaltet. Ich konnte nichts mehr finden, meine Produktivität ging flöten, ich hätte die Hälfte meiner Corp-Crest verloren, nie wieder. Ich habe meinen Demon bereits ausgeschaltet und sehe keinen Unterschied. Man hat dir echt nichts erzählt, der Demon läuft noch, du siehst ihn bloß nicht. Manche hatten darum gebeten, verdammte Story-Designer. Dafür gibt es aber wohl einen speziellen Cheat. Ich habe ihn von einem Freund. Würdest du vielleicht diesen Code zum Abschalten dieses Demons mit mir teilen? Oh, sie holte eine hübsche Parfümflasche hervor. Ich habe nur noch ein bisschen übrig, aber du kannst das mal, kannst das eine Mal was abhaben. Sie sprühte etwas auf mich, der Code war nicht das, was ich suchte, aber er funktionierte. Ich bemerkte Müll von anderen aus der Abteilung. Nach einer Weile lässt die Wirkung nach, viel Spaß. Sie sah um einiges weniger vertrauenswürdiger aus. Aha. Sieht hier anders aus. Chaotischer nicht? Dank des Demons liegt der ganze Müll im Dunkeln. Er ist noch da, aber du ignorierst ihn. Hey, du siehst anders aus. Du hast eine vollkommen andere Ausstrahlung. Oh, flirt, flirt, flirt. Der Demon lässt Leute mit viel Corp-Creds verlässlich aussehen. Oder verlässlich aussehen. Deswegen hieltest du mich für vertrauenswürdig. Hä, du hast nicht was vergessen. Corp-Cred? Schon mal davon gehört? Ach ja, wie gebe ich dir welche? Sag einfach Danke, deswegen sind die Leute so nett hier. Für jedes Danke gibt es Corp-Creds. Arschlöcher und Story-Mitarbeiter dagegen schätzen es und niemand bekommt was. So kann man unhöflich sein, ohne Corp-Creds zu verlieren. Arschlöcher und Story-Mitarbeiter dagegen schätzen es und niemand bekommt was. So kann man unhöflich sein, ohne Corp-Creds zu verlieren. Ich sag aber trotzdem Danke. Ihr Corp-Cred-Stand erhöht sich und sie lächelte. Ja.
Du scheinst Story-Designer nicht zu mögen. Nicht mögen? Ich? Niemals. Wieso sollte ich Besserwisser ohne technisches Talent, die nicht mal ihre Ideen gut erklären können, nicht mögen? Verdammte Story-Designer. Sagen, dass sie miteinander sprechen sollten, sagen, dass die Designer sind die Besten, sagen, dass sie zu aggressiv ist, zustimmen. Tja, Oh, ein Herz. Sie sind Teil des Kreativteams, genau wie du. Ich bin sicher, ihr würdet viele Gemeinsamkeiten feststellen, wenn ihr nur reden würdet. Schon mich. Mögen andere die Demons? Manche sind halt Idioten. Sie sorgen sich, dass zu viele Daten gesammelt werden, aber dafür braucht man doch keinen Demons. Doch, nee, dann gibt es noch größere Schwachköpfe, die meinen, dass Demons uns im Job ersetzen werden. Wer weiß. Wenn wer Angst vor Neuerungen hat, dann wird es zu Angst um den Arbeitsplatz. Es ist nicht nur dumm, sondern auch unoriginell. Ein paar dieser Story-Deppen haben sich zusammengerottet. Myra scheint die Anführerin zu sein und abgesehen davon ist sie die lauteste. Okay, so. Wir dürfen jetzt auf die Karte zugreifen. Wir gucken mal kurz im Codex. Wir haben da was... ich dachte, wir hätten was Neues über Shivani. Aber ist nicht. Im Virtualium die Demons. Achternack über Demons. Steht, dass wir wieder was über Demons freigeschaltet haben? Ist aber nicht so... Es geht mir ein bisschen auf den Keks gerade. Vielleicht haben wir auch was Neues in den Schlussfolgerungen. Man weiß es ja nicht. Guck mal, es ist nicht die Hauptursache des Problems. Genau. Hier gibt es keine neuen Daten. Das müsste dann jetzt halt Myra sein. Und hier gibt es auch die Programmierung des Demons. Ja, gucken. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche neuen Informationen sammeln können. Wir können jetzt die Karte verwenden. Eine Karte des Virtualiums von Seven. Die meisten Bereiche waren inaktiv. Wir setzen erstmal den Sinneschirurg ein, um die Karte zu analysieren. Das System nahm eine Unmenge an Daten auf. Alles, was die Angestellten taten, wurde aufgezeichnet und analysiert. Dadurch entstanden personalisierte Arbeitsplätze, die Mitarbeiter motivieren, aber auch stressen sollten, um ihre Leistung zu maximieren. Die Spielwelt hatte mithilfe der Demons personalisierte Reaktionen auf jeden Mitarbeiter-Avatar. Ja, wir gucken uns mal Shivanis Büro an. Ich konnte Shivanis eingefrorenen Avatar sehen. Klein und seltsam verletzlich. Der Techniker war zurück, er war immer noch leicht panisch und wiederholte weiterhin dieselben sinnlosen Versuche. Das System zeigte Shivanis ID außerhalb des Büros. Dorthin wurden wahrscheinlich die Daten übertragen. Achso, apropos, können wir noch... Ach, nee, nicht Schlussfolgerung. Können wir irgendwas berufetechnisch machen? Wir haben ja jetzt ein Herz. Ein Herz. Ach, verdammte Axt. Sinnesweltprominenter oder Programmierer? Schade! Wir überprüfen Archivdaten. Die Angestellten konnten nur Live-Aufnahmen auf der Karte sehen, aber ich war kein Mitarbeiter, sondern ein Game Deck. In letzter Zeit gab es fast keine Besuche in Shivanis Büro. Hatte sie jemanden hereingelassen? Hatte sie niemanden hereingelassen? Nur zwei Personen hatten in den letzten Wochen das Büro betreten. Ryan und Dungeon Geek. Als ich die Kreativzone vergrößerte, sah ich die Miniaturversion meiner Umgebung und sogar mich selbst, einen kleinen Kensu-Fan. Hehe. Myra, Vito und Bartek waren immer noch bei ihrem hoffnungslosen Meeting, das kleine Abbild eines tragischen Konflikts. Dungeon Geek war nirgendwo zu sehen. Aha. Moment, ich hatte ihn doch gerade gesehen. Ich schaute von der Karte weg. Sein Avatar stand dort, funktionstüchtig. Wir gucken uns jetzt nochmal die Codingzone an. Drei Personen arbeiten, einer verfolgt einen NPC. Vielleicht war es eine Art Pausenzeitvertrag. Beim Hineinzoomen erkannte man selbst die kleinsten Details der generierten Bereiche, Arbeitsplätze, Orte, die IDs, jedes Design-Avatars. Jede Minute jedes Arbeitstages wurde verzeichnet und erfasst. Das Unternehmen wusste alles. Andererseits hatten sie auf der Spitze irgendwelche alten Ruinen mit Hängematten und einem Abenteuerpark den coolsten Pausenraum. Okay, können wir mit dir jetzt nochmal was machen, Zola? Ja, ich habe ein paar Fragen. Okay, na, dann nicht. Hier geht's auch nicht mehr.
Gucken wir mal hier. Auch nicht. Können wir noch mit Lady Firefly reden? Nein. Der Rest wird wahrscheinlich auch nicht mehr mit uns reden wollen. Jetzt müssen wir halt mit Dungeon Geek sprechen. Ich glaube, die da unten wollen auch nicht mehr mit uns reden. Dungeon Geek. Mit denen haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet gehabt, ne? Hey, kann ich ja ein paar Fragen stellen? Wir erkundigen uns erstmal nach den Demons. Dann gucken wir erstmal ein paar Informationen. Kannst du mir etwas über Demons erzählen? Ja, sie sind ein eigenes Produkt, das P verkaufen will. Es wird zusammen mit dem Spiel auf den Markt kommen und Seven ist Werbung dafür. Wie denkst du über die Demons? Sie sind wunderbar, sie können alles, was uns versprochen wurde und noch mehr. Wenn sie rauskommen, werden sie ein Riesenerfolg sein. Manche Mitarbeiter mögen die Demons nicht. Menschen fürchten sich immer vor neuen Dingen, aber sie nehmen sie an, sobald sie merken, wie nützlich sie sind. Ich sah ihn mir an. Cooler Skin, ordentlicher Arbeitsplatz, ein Benutzername statt eines Vornamens, angesehener Titel, ich hatte Fragen. Was machst du hier? Du scheinst einen ziemlich hohen Rang zu haben. Ich beschäftige mich mit prozedural generierten grafischen Inhalten. Bin immer an Wochenenden da, weil die Arbeit an Seven so viel Spaß macht. So habe ich auch den Titel Imperator erhalten. Kannst du mir etwas über Shivani Tana erzählen? Die Leiterin dieses Projekts? Natürlich, es ist eine Ehre, mit so jemandem wie ihr zu arbeiten und unser Erfolg ist dank ihr garantiert. Sie ist bekannt dafür, alle Risiken und Notlagen vorherzusagen. Daher wissen wir, dass wir unter ihrer Führung sicher sind. Shivani hatte P schon oft vor Schlimmeren bewahrt und jetzt will sie direkt an einem kleinen Projekt arbeiten. Wir haben so viel Glück. Jetzt lassen wir mal die Bomben platzen. Wir gucken mal eben Schlussfolgerungen. Wo haben wir denn hier was Neues entdeckt? Dungeon Geek war ein geschickter Hacker. Ja, gut, dass wir uns noch nicht entschieden haben. Dungeon Geek ist nicht hier. Du bist eine KI, die seinen Avatar steuert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wovon du redest. Ich habe es auf der Karte überprüft. Dungeon Geek ist nicht hier. Wer bist du? Ich weiß nicht. Bitte warte. Der Avatar fror einen Augenblick ein und flackerte. Dann bewegte er sich wieder, aber sein ganzer Körpersprache war anders. Seine Ausdrucksweise auch. What the fuck did you do with my demon? Ha! Was zum Teufel hast du mit meinem Demon gemacht, du Idiot? Das war dein Demon, nicht du? Wie hast du das gemacht? Ja, du musst eine Ausnahme erzwungen haben, auf die ich nicht vorbereitet war. Verdammt! Keine Ahnung, wie du das angestellt hast. Glück wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls keine Zeit für irgendwelche Mieter. Oh, du bist keiner. Wenn du näherst, rufe ich die Security. Was willst du? Dö-dö-dö-düm. Harter Hund können wir auch nicht. Erzähl mir von Shivani. Sie ist verschlossen, war früher eine große Nummer, aber vor ein paar Jahren hat sie aufgehört. Keine Projekte, keine Auftritte, nichts. Ich dachte, wenn sie sich so sehr versteckt, muss sie an etwas wirklich Wichtigem arbeiten. Noch habe ich nicht herausgefunden, was es ist. Hey, warte, du bist der Dungeon Geek. Der Feind aller Game Decks? Ich würde sagen, Game Decks sind meine Feinde. Ich will bloß ein paar NPCs zum Spaß hacken. Ich weiß nicht, wieso ihr Probleme damit habt. Du hast es also geschafft, P's neueste, schickste, modernste Spielzeug zu hacken. Ich habe P's Sicherheitssystem geknackt. Es dauerte etwas, aber war nicht unmöglich. Nun kann ich die Demon alle möglichen Daten schicken. Und dann habe ich ihm beigebracht, einfach Dinge für mich zu erledigen. Im Datenstream von Shivanis Helm befand sich der Code eines Demons, der ihren Zustand verursachte. Er erinnerte mich daran, sie zu finden. Dafür bräuchte ich ein Codefragment, das die Sicherheitsvorkehrung des Demons ausschalten würde. Würdest du den Code, mit dem du das Sicherheitssystem des Demons zerstört hast, mit mir teilen? Ich weiß nicht. Es ist ja kein großes Geheimnis. Ich weiß bereits, dass du Demons hacken kannst.
Gut, unter einer Bedingung. Ich will wissen, was du damit vorhast. Es ist mein Code und irgendwer könnte mich immerhin beschuldigen. Also, wofür brauchst du den Code? Ha! Myra oder er? So. Gut. Ich würde sagen, bevor es hier weitergeht und wie ich mich entscheide, machen wir jetzt mal hier einen Cliffhanger raus und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.